Dieser Zug bringt uns nach Bad Limmerich und damit in das 6. Kapitel. Also, worauf warten wir noch? Dieser Zug fährt nach Bad Limmerich. Möchtest du einsteigen? Dürfte ich bitte deine Fahrkarte sehen? Da, mein Freund. Sei vorsichtig beim Einsteigen. Tja, und damit kann's beginnen. Ja, ich möchte nur so viel sagen, ich habe es im letzten Part schon erwähnt. Abfahrt! Wenn wir erstmal im Bad Limmerich sind, haben wir das Sternjuwel innerhalb von Sekunden, wäre jetzt zu viel gesagt, aber innerhalb von Minuten. Das Abenteuer besteht in der Reise darin, die ja eigentlich unproblematisch vonstatten gehen sollte. Schließlich mit dem Luxuszug sind wir unterwegs. Naja, macht euch auf einiges gefasst. Ein wunderschönes Kapitel. Es ist Kapitel 6 und nennt sich Reise im Klimmerliner. Ja, okidoki. Wir müssen viele Charaktere und Personen kennenlernen. Und gleich wissen wir mehr. Marius Abteil. Wow, der Klimmerliner. Mit sowas reisen also die wirklich Reichen. So lasse ich mir die 3-Tage-Fahrt bis Bad Limmerich gern gefallen. Oh, schon, ne? Hey, da auf dem Boden. Was ist denn das? Naja, ihr seid auch irgendwie in das Abteil reingekommen. Warum seht ihr den Zettel auf dem Boden erst jetzt? Brich deine Reise sofort ab. Verlasse diesen Zug, sonst jage ich ihn in die Luft. Ein Drohbrief. Bestimmt von dieser Brunhilde aus Rohlingen. Aber wer auch immer der Absender ist, er ist bestimmt noch hier im Zug. Schnappen wir ihn uns, bevor er irgendetwas anstellt. Tja, aber ganz blinde übersehen hier diese Insignie. Ich nicht. So, okay. Das Ganze ist so gestrickt. Also ganz rechts haben wir den Zugführer am Ende und dann gehen die Zimmer, die Abteile, wie man möchte, von 1 bis 8, 12, wie auch immer. Ihr müsst es euch einfach mal reinziehen. Ich muss mich auch wieder reinfriemeln und mit den Leuten reden. Herzlich willkommen in der Dining Lounge, also im Speisewagen. Manche Passagiere benutzen diesen Zug nur wegen unserer Küche. Auch der weltberühmte Filmstar Star T ist mit an Bord. Ha, ich hoffe nur, er kommt bald hierher. Okay, ein Star namens Star T. Das ist der Koch. Hallo, darf ich mich vorstellen? Nein, nochmal. Darf ich mich vorstellen? Ich bin der Verantwortliche für das kulinarische Wohlergehen der Passagiere. Heute Mittag gibt es eine ganz besondere Spezialität. Du solltest sie probieren. Weiß mal im Hinterkopf. Des Weiteren haben wir auch, ja, einen Itemshop. Der ist völlig optional. Da können wir reinschauen, was kaufen. Wenn wir meinen, dass wir den Donnerzorn rüberwachsen. Der kann nicht schaden. Ja, und das Kämpfen ist hier ein bisschen kurz gestrickt. Also man hat sich mal was einfallen lassen, damit hier ein bisschen gekämpft wird. Aber auf dem Zug eigentlich nicht, ne? Eigentlich doch. Aber nicht hauptsächlich. Ihr werdet schon sehen, was ich meine. Ja, gucken wir uns die anderen Räume nochmal an. Da haben wir einen ganz besonderen. Ich wohne in Bad Limmerich, aber ich war schon lange nicht mehr zu Hause. Gut. Das ist ein Detektiv, aber dazu später mehr. Abteil 7. Ich fahre nach Bad Limmerich, um ein wichtiges Geschäft abzuwickeln. Natürlich geht die ganze Fahrt auf Firmenkosten. Na, bin ich ein Glückspilz? Tja, tja, ist ja schon ganz luxuriös hier. Wenigstens streikt der Laden hier nicht wie die Deutsche Bahn. Und hier geht noch was ganz Besonderes ab. Ich glaube, wir sollten mal hier reinschauen. Da gibt es einen Sternensplitter. Sehr gut. Eine luxuriöse Bob-Om-Familie. Bronzmut, so heiß ich. Wir sind unterwegs, um mir ein Geschenk zu kaufen. Gib zu, dass du neidisch bist. Total. Oh, du bist doch der unbesiegbare Meister der Arena. Bomber Luigi, oder? Du fährst also auch nach Bad Limmerich. Ein guter Ort für einen Champion wie dich. Wir wollen in Bad Limmerich für unseren Sohn ein Geburtstagsgeschenk kaufen. Das war sehr witzig. Und er bewacht... Okay, es gibt nur 8 Abteile. Er bewacht hier die Waren und sowas. Willkommen im Klimmerliner. Ich bin der Zugbegleiter auf dieser Fahrt. Du bist doch Mario aus Abteil 5, oder? Genieße deinen Aufenthalt. Was? Ein Drohbrief?
Verstehe. Sollte mir etwas auffallen, werde ich dich verständigen. Okay. Ja, ja. Klar. Ich fühle mich gleich viel sicherer. So. Der genaue Ablauf ist hier mir jetzt nicht mehr im Kopf. Ah, da chillen sie alle schon rum. Was gibt's denn für ein Problemchen? Sieht aus, als wäre das ein Fall für Inspektor Ping. Ich resümiere, die Kartoffelsuppe wurde mit seinem Topf in einem unbeobachteten Moment entwendet. Soweit die Sachlage. Verehrte Anwesende, es handelt sich im Zweifelsohne um ein Verbrechen. Ein Verbrechen? Ein Verbrechen? Ach, wie bereitet man so etwas denn zu? Ich vergaß mich vorzustellen. Gestatten, Inspektor Ping, Privatdetektiv. Dieser Vorfall fällt also in mein Metier. Wie gewöhnlich werde ich diesen Fall im Handumdrehen auflösen. Oh! Der Dreh- und Angelpunkt des vorliegenden Verbrechens ist, dass der Täter die Suppe mitsamt Topf gestohlen hat. Das heißt, es gibt nur einen möglichen Täter. Dich! Was? Ich? Wieso das denn? Ich bin unschuldig. Oh, Entschuldigung, das war nur eine Probe für das große Finale. Kommen wir zur Sache. Es scheint ein sehr komplizierter Fall zu sein. Du willst also sagen, du weißt nicht, wer der Täter ist. Das willst du doch sagen, oder? Was für ein Unsinn. Ich gehe zurück in mein Abteil. Du willst also schnell in dein Abteil zurück. Sehr verdächtig. Der Täter ist Star-T. Du! Star-T? Auf gar keinen Fall! Auf mit den unbegründeten Beschuldigungen, du Gelbnase! Gelbnase? Aber wer könnte es denn sonst gewesen sein? Ich muss nachdenken. Ja, das ist Star-T, der große Star unter den Toads, einfach mal Baum, weil er blonde Haare hat und eine Sonnenbrille, ist einfach awesome. Ach, hier. Während die sich da streiten, sehe ich hier etwas. Auf dem Boden befinden sich Spuren. Das sieht mir sehr nach Kartoffelsuppe aus. Verfolgen wir diese Spuren, dann haben wir den Täter. Kann sein, dass es derselbe ist, der den Drohbrief geschrieben hat. Du willst Beweise. Wer stiehlt, dem ist alles zuzutrauen. Das könnte schon sein, aber es ist auf jeden Fall eine heiße Spur, deswegen folgen wir ihr. So, Abteil 5 ist ja ohnehin unser. Und die anderen haben wir noch nicht gesehen. Das führt hier in die 3. Da ist ein... Ja! Ich habe noch nie so einen gut ernährten Toad gesehen, um ehrlich zu sein. Gourmet-Zeitschriften. Darunter befindet sich eine Sonderausgabe zum Klimmerliner. Auf der Titelseite ist ein Foto des Kochs mit strahlendem Lächeln. Oh, was gibt es denn? Was? Der Topf mit der Kartoffelsuppe? Nur weil ich ein bisschen vollschlank bin, beschuldigt ihr mich ohne jegliche Beweise? Was? Auf dem Boden sind Spuren von der Suppe? Nein, ich weiß von gar nichts, aber das steht euch in meinem Schrank zu suchen, das ist nichts drin. Ja, ich habe eben schon nachgeschaut, ne? Hinter den Zeitschriften ist etwas versteckt. Ein Suppentopf verhalten, keine Spur mehr vom Inhalt, es wurde alles aufgegessen. Oh, verzeiht mir, ich habe alles aufgegessen. Die Suppe hat dir also so gut geschmeckt, dass du unbedingt mehr essen wolltest. Und dann hast du einfach unbemerkt die Suppe mitsamt dem Topf gestohlen. Genau so war es. Es überkam mich ganz plötzlich. Bitte verzeiht mir. Eine schändliche Tat. Aber kann man dem Täter wirklich verdammen? Für dieses Mal lassen wir die Sache auf sich beruhen. Aber ich hoffe, so etwas kommt nie wieder vor. Und nun zu dir. Ja, du, mit dem Schnauzer. Es scheint so, als hättest du dieses Verbrechen aufgeklärt. Was diesen Brief betrifft, den du in deinem Zimmer gefunden hast, ich habe Nachforschung angestellt und mit dem Zugbegleiter gesprochen. Aber komm in mein Abteil Nummer 6. Dort können wir ungestört reden. Ach, und bring doch bitte dem Koch seinen Topf zurück. Das mache ich ohne großes Trara. Ich würde sagen, wir gucken uns vollständigkeitshalber nochmal vorne um. Da dürfte jetzt nichts Atemberaubendes sein, aber ich will euch die Leute noch vorstellen, auf jeden Fall. In Abteil 2 haben wir nämlich diese Dame. Oh, hallo, mein kühner Kavalier. Schön, schön, schön. Dazu zugegebener Zeit mehr. Und im ersten Abteil befindet sich Star-T, der Superstar. Ach, du bist es. Das war eben ganz schön peinlich, oder? Peinlich? Dass er dich verdächtigt hat, oder was?
So, hier geht's raus, aber wir fahren ja gerade. Muss bestimmt noch angezeigt werden. Die Tür ist während der Fahrt geschlossen. So, und vorne haben wir den Zugführer. Da ist ein Maschinenräumchen. Na komm schon. Da sehe ich was. Er mit dem Sternsplitter. So, Zugführer. Willkommen im Klimmerliner. Ich bin der Lokführer auf dieser Fahrt. In den kommenden 3 Tagen werde ich diesen Zug nach Bad Limmerich steuern. Wie gefällt's dir an Bord? Der Komfort ist unübertrefflich, nicht wahr? Nicht nur rein optisch, auch das rhythmische Schaukeln ist einzigartig, oder? Dieser Zug ist einfach unvergleichlich. Nice, ne? Ja, ja, ja. Man beachte, überall gibt es Speicherpunkte. Warum auch immer. Ja, es gab auch viele Leute, die damals in diesem Zug stecken geblieben sind. Und damit meine ich jetzt nicht, dass der Zug irgendwie... Nein, ich meine damit, dass manche in dem Kapitel nicht mehr klar kamen. Man muss schon gewitzt sein und an alles denken. Aber gut. Der Topf bekommt auch wieder der Koch. Hast du den Täter gefasst? Da, der Suppentopf. Oh, ich bin entzückt. Da ist ja mein Topf. Er ist zwar leer, aber ich bin froh, dass er wieder da ist. Vielen, vielen Dank. Hier ein deines Dankeschön. Schwimm bitte. Nein. Nimm bitte. Der Sternsplitter. Ja, Töpfe sind ja auch wirklich nicht billig. Also, muss man sagen, die sind teurer, als man denkt. So, nachdem wir den Sternsplitter bekommen haben. Wollen wir... Warte mal, 8 war die Familie, ne? Naja. Alles cool, ich will jetzt gerade hier nicht hin. Sondern im 6. müsste das sein. Ja, da haben wir doch den Ping. Abkürzung für Pinguin, würde man meinen. Endlich habe dich schon erwartet. Das war gar nicht schlecht, wie du diesen Fall gelöst hast. Der Täter ist allerdings leider nicht der Verfasser dieses Drohbriefs. Zumindest werden in seinem Zimmer keinerlei entsprechende Hinweise gefunden. Übrigens habe ich den Eindruck, dass du ein sehr begabter junger Detektiv bist. Nun gut, von nun an sollst du mein Assistent sein. Aber zuerst sollte ich mich nochmal ganz offiziell vorstellen. Mein Name ist Ping, Inspektor Ping aus Bad Klimmerich. Man nennt mich auch den Mann mit dem Superhirn. Du hast bestimmt schon einmal von mir gehört. Und du bist? Nein, warte. Lass mich herausfinden, wer du bist. Dieser Bart und diese Nase. Hm? Ich hab's, du bist der berühmte Luigi. Okay, ich habe schon viel über dich gehört, Luigi. Aber zurück zu diesem Brief. Der Täter hat angedroht, den Zug zu sprengen. Ich glaube, wir sollten diese Familie im Auge behalten. Was denkst du? Wie auch immer, Luigi, wir werden diesen Fall gemeinsam lösen. Bin ich ganz deiner Meinung. So, merkwürdige Farbe, das ist irgendwie, das soll Abendrot darstellen. Also die Tage vergehen, diese 3 Tage, die wir benötigen. Und jedes Mal, wenn sich die Tageszeit ändert, passiert auch etwas. So, aber wir sollen ja mit der Familie reden. Mal sehen, was die von sich geben. Die streiten sich. Okay, um was geht's denn? Ein Studiensitz zur Talentförderung wäre ein kluges Geschenk für Bronzmut. Das ist zu unscheinbar. Es muss viel wertvoller sein, ein Auto oder ein Haus. Dafür ist es noch zu früh. Du bist doch nur auf dein Ansehen bedacht. Ein Studiensitz wäre viel besser für seine spätere Karriere. Die hören mir nicht zu. Das will ich alles nicht. Was willst du denn, Kleiner? Hattest du keine Lust mehr zu kämpfen und bist jetzt Detektiv geworden? Na dann, finde doch heraus, was ich mir wirklich wünsche. Wirklich? Wenn du mir bringst, was ich mir wünsche, gebe ich dir auch etwas. Gib mal einen Tipp. Ich gebe dir einen Hinweis. Das, was ich mir wünsche, beginnt mit einem A. Na, hast du eine Idee? A. Apfel. Es soll lieber mal ein Apfel. So ein unsinniger Streit. Der Junge kann einem wirklich leid tun. Wusstest du eigentlich, dass er später mal Lokführer werden will? Obwohl er doch so viel Geld hat. Ist es nicht rührend? Nun, ja, doch, es gibt viele Leute, die wohlhabend sind, aber trotzdem ihrer Leidenschaft nachgehen. Mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber es gab sowas. Ernsthaft. Ja. Es gibt viele Leute, die können ihrer Leidenschaft nicht nachgehen, weil sie zu viel zu tun haben mit ihrer Arbeit oder so. Das ist schon bitter. Ich bin ganz froh, ich persönlich, dass ich beides verbinden kann. Ich zocke, ich let's play und das mit Leidenschaft und ja, davon lebe ich auch. Nun, aber der heiße Tipp war, dass wir zum Lokführer sollen. Und wir sollen den Arm des Lokführers ausreißen und... Nee, nicht?
Ist es nicht überwältigend, im Schein der untergehenden Sonne zu fahren? Dieser Zug ist einfach unvergleichlich. Okay. Da fehlt noch eine Kleinigkeit. Star-T ist ja an Bord. Vielleicht ist der kleine Bronzmut ja ein Riesenfan von Star-T. Und ja, mal sehen. Als Geschenk ein Autogramm von mir. Ich bin untröstlich, aber ich vergebe Autogramme generell nur an Frauen. Er wünscht sich also etwas von jemandem, den er bewundert. Und vielleicht explodiert er ja wirklich, wenn wir es nicht bald finden. Ja, also so soll man es rausfinden im Endeffekt. Man muss halt mit jedem immer nochmal reden. Ein Autogramm, aber nicht von Star-T, sondern er will ja Lokführer werden. Also will ein Autogramm vom Lokführer. Das wissen wir erst, wenn wir mit Star-T geredet haben. Ein Autogramm von mir? Für den kleinen Bronzmut? Aber natürlich. Also, hier bitte. Ein Lokführer-Autogramm erhalten. Ein Autogramm vom Lokführer des Klimmerliners. Wie rührend, dass der kleine Autogramm von mir will. Finde ich auch crazy. Ich finde es aber auch crazy, wenn ich auf der Gamescom immer Autogramme geben muss, weil, ja, ich fühle mich gar nicht irgendwie fame oder so. Ich bin einfach nur ein Noob, der mit seinem PC redet. Aber natürlich könnt ihr mich auf der Gamescom immer um Autogramme fragen, wenn ihr mich entdeckt und erkennt. So, okay. Damit müssen wir wieder ganz nach hinten. Ja, es ist einiges an Weg, den man zurücklegen muss in diesem Kapitel, aber ich finde es ganz nett. Nur die Farben bei der Abendröte finde ich jetzt doch ein bisschen merkwürdig. Das ist nur meine Meinung und Auffassung an der Stelle. So, und bis zu 8. Kannst du mir bringen, was ich mir wünsche? Lokführerautogramm. Beginnt mit L, nicht mit A. Bingo, du hast es erraten. Du bist ein Superdetektiv. Und das hier ist für dich wie versprochen. Eine Insignie. Dankeschön. Vielen Dank für das Autogramm. Ich werde gut darauf aufpassen. Naja, du hättest auch selbst vorgehen können. Ist doch nur der Lokführer, verdammt. Und schon ist es Nacht, glaube ich. Ich glaube, es ist Nacht. Hallo Mario, eine seltsame Sache ist mir gerade wieder eingefallen. Von den Decken, die ich an der Passagiere verteilt habe, fehlte eine. Ich habe dann meine eigene Decke abgegeben. Aber eigentlich bin ich ganz sicher, dass es richtig gezählt hatte. Es könnte also sein, dass sich jemand ohne Fahrkarte im Zug befindet. Vielleicht ist es ja auch derjenige, der den Brotbrief geschrieben hat. Wenn du ihn nicht findest, muss ich heute ohne Decke ins Bett gehen. Also bitte finde den blinden Passagier und finde meine Decke. Wirklich, vielen Dank. Ich bin hier, falls du noch Fragen hast. Viel Glück! Ja, oh, oh, oh. Wer könnte es sein? Wer genau aufgepasst hat, dem wird nicht entfallen sein, dass ich ein Zimmer, ein Abteil bislang ausgelassen habe. Einfach aus dem Grund, dass da nichts drin ist. Ja. Aber, ja. Wir schauen uns besser nochmal genauer um. Es geht um die Nummer 4. Hier ist nämlich so ziemlich gar nichts. Der Schrank ist leer. Nun, das Mysterium, und da stecken halt einige fest. Es gibt eigentlich keinen konkreten Hinweis, aber wir werden uns mit Barbara einfach mal verstecken und abwarten. OMG. Ihr habt mich entlarvt. Ihr seht es also, ich bin ein Geist. Verdammt, auf dieser Erde zu wandeln. Eine Decke? Ja, der Zugbegleiter hat tatsächlich eine gebracht. Er hat gar nicht gemerkt, dass ich ein Geist bin. Ein Drohbrief? Nein, davon weiß ich nichts. Ich könnte nicht mal einen Stift halten, da ich körperlos bin. Was? Ich soll die Decke zurückgeben? Wenn du mir eine Bitte erfüllst, gebe ich sie dir. Willst du? Ich bin ja eh für nichts anderes gut. Ich wünsche mir dein Leben! Das war natürlich nur ein Witz. Also, vor langer Zeit habe ich in diesem Abteil mein Leben ausgehaucht. Mein Koffer befindet sich noch immer im Gepäckwagen. Mein Koffer ist ein Tagebuch, das ich schon seit meiner Kindheit geführt habe. Ich kann diese Welt nicht verlassen, aus Sorge, dass es jemand lesen könnte. Da ich mir nicht aus dem Zimmer komme, bitte ich dich, mir das Tagebuch zu holen. Wenn du es mir bringst, sollst du die Decke zurückbekommen. Du darfst auf gar keinen Fall lesen. Wenn du es liest, schreckliches wird dann mit dir geschehen. Oha, er will sein Tagebuch, aber soll auf keinen Fall reinschneien. Nicht Lucky-Lucky machen. Dabei bin ich so neugierig. Kennt ihr das? Ich bin so ein Neugieriger. Ich
weiß nicht, gerade sowas. Gerade die verbotenen Früchte, die schmecken doch am süßesten, oder? Sagt man doch so. Okay. Er hat's im Gepäck und das wird ja bewacht von ihm hier hinten. Alles zusammenhängt. Hast du das gefunden? Was? Ein Geist? Und er gibt dir die Decke, wenn du sein Tagebuch aus dem Gepäckwagen holst? Gut, dann geh hinein. Okay. Wo ist denn das Tagebuch? Ich würde mal hier vorbeischauen, um ehrlich zu sein. Da hätten wir es. Und dann können wir auch wieder zurück. Rudi springt einfach drüber. Warum denn auch nicht? So. Und dann bekommt der... Ja. Hast du es gefunden? Ach, zum Glück. Ich kann leider nicht hier weg. Bitte, Mario, bring mir meine Decke wieder. Aber ich würde zu gern wissen, was in diesem Tagebuch steht. Tja, wer würde das nicht gerne? Wir müssen noch mal ganz kurz, möchte ich was schauen. Ah, nicht du, nicht du, nicht du. Wir müssen mit zwei Leuten reden. Einfach nur, damit ihr das mal wisst. Ich glaube, mit dir. Unglaublich, wie schnell du diesen Dieb gefasst hast. Einfach umwerfend. So, ich Meisterdetektiv, ich hätte da übrigens auch eine Bitte. Darf ich? Oh, wirklich? Von meinem Ex-Freund habe ich damals Ohrstecker aus Muscheln bekommen und die sind wohl irgendwie verschwunden. An diesen Ohrsteckern hängen so viele Erinnerungen an ihn. Könntest du die Ohrstecker für mich suchen? Bitte? Ja, es wäre besser gefunden, wenn es nicht der Ex gewesen wäre, sondern der aktuelle Freund und sich halt auf Reisen ist und sowas, weil... Ja, keine Ahnung, was soll das für den Ex-Freund? So viele Erinnerungen? Irgendwie verständlich, aber irgendwie auch Fehler am Platz, findet ihr nicht? Ah, hier ist der Dicke. Hier wollen wir gerade nichts. Ganz kurz, Moment. Eine Person müssen wir ganz kurz noch besuchen. Das ist nicht Star T, sondern die reiche Dame. Die hat nämlich auch ein Problem und das möchte ich ganz kurz einfach, dass wir die fragen. Oh, hallo, mein kühner Kavalier. Wie du diesen schwierigen Fall gelöst hast. Umwerfend. Ich würde dich gerne um deine Hilfe bitten. Darf ich? Oh, wirklich? Also worum es eigentlich geht? Ich habe meinen goldenen Ring im Zug verloren. Ob du ihn wohl suchen könntest? Oh, bitte, mein kühner Held. Ja, sehr merkwürdig. Die fehlen alle ihre Sachen. Werden sie etwa gestohlen? So. Ja, die ganzen Sachen zurückbringen, das ist das eine. Er hat jetzt das Tagebuch. Ach, nee, warte. Es gibt natürlich... Ich finde, das sollte man zeigen. Kommt schon. Ja, ist so eine Sache, ist eine Spielerei, aber trotzdem. Wir speichern hier ab an der Stelle. Und hier ist er. Und dem wollen wir jetzt sein Tagebuch zurückbringen, obwohl... Ich finde... Komm, habt ihr Bock, es zu lesen? Willst du das Tagebuch lesen? Ja. Du wirst vielleicht verflucht. Willst du es wirklich lesen? Ja. Du solltest es lassen. Schreckliches wird passieren. Willst du es wirklich lesen? Ja. Montag, ein bewölkter Tag. Heute bin ich in den Zug gestiegen. In diesem Zug... Ah, du hast es gelesen. Ich hab dich gewarnt, solchen wie dir ist nicht zu helfen. Oh oh, er wird mich umbringen. Freunde, das ist irgendwie wie in Super Paper Mario. Das war ein berühmter Fail von meiner Seite aus. Und zwar, als man am Anfang gefragt wird, willst du uns retten? Und wenn man dauernd sagt nein, dann ist halt Game Over. Wie das halt so ist. Und ähnlich ist es hier, aber ich habe ja zum Glück gerade noch gespeichert. Ganz witzig, wie ich finde. Wir schauen natürlich nicht in dein Tagebuch. Wir haben das verboten bekommen, deswegen sind wir auch nicht neugierig. Nein. Hast du mein Tagebuch gefunden? Wirklich, mein Tagebuch. Du sollst die Decke haben, wie versprochen. Eine Decke erhalten, die Decke des Zugbegleiters. Ohne sie ist es sehr kalt. Gut, dass du es nicht gelesen hast. Wenn du es gelesen hättest, wäre etwas Schreckliches mit dir passiert. Nun kann ich beruhigt von dann gehen. Ich danke dir. Solange du lebst, werden wir uns nicht wiedersehen. Pass auf dich auf. Er geht. Mach's gut. Ich hab's mir anders überlegt. Ich war so lange nicht mehr am Teil, dass ich Gefallen daran gefunden habe. Deshalb werde ich noch ein Weilchen hier bleiben. In die andere Welt kann ich gehen, wann immer ich will. Ach, Leute von heute. Das ist echt... Meine Güte. Moment. Mal schon mal ganz kurz was überprüfen.
War das nicht bei ihm? Ich guck lieber zweimal nach, wisst ihr? Danke dafür. Wo ich gerade bei den Sternsplittern bin. Das läuft nicht weg. Ich glaube, im Motorraum ist nämlich noch eine. Also vorne bei dem Lokführer. Na gut. Wir wollen ganz kurz dem Fuzzi da hinten die Decke geben. Ich weiß, dass der Part schon lange ist. Ich hätte ihn längst beendet, aber es kommen so viele Sachen noch dazu. Ah! Nee, ich finde halt, der erste Tag ist so gut wie vorbei. Und dann können wir das beenden und mit dem zweiten Part, mit dem zweiten Tag im nächsten Part durchstarten. Mario, wie war's? Da ist die Decke. Vielen Dank, damit werde ich die Nachtwache durchhalten. Schließlich haben wir immer noch nicht den Verfasser des Drohbriefes. Übrigens, bevor ich es vergesse, hier ein kleines Dankeschön für dich. Pilz. Abgesehen davon ist es schon spät. Willst du nicht langsam schlafen gehen? Und mach dir keine Sorgen, soll etwas passieren, gebe ich dir sofort Bescheid. Schließlich bin ich ein sehr erfahrener Zugbegleiter. Okay. Ich glaube, das ist jetzt wirklich der Hinweis, dass wir schlafen gehen müssen. Vorher geht's nicht weiter. Er war also nicht der Verfasser des Drohbriefes. Nun, da kann man einen Augenblick wohl nichts machen. Und es ist schon spät. Gehen wir schlafen. Der Zugbegleiter kümmert sich schon. Ja, gut, das war der erste Tag auf der Reise nach Bad Limmerich. Und ich finde, es war ein ganz guter Start. Nur zwei Probleme haben wir noch nicht gelöst. Ihre Ohrringe und der Ring von der reichen Dame. Das werden wir allerdings lösen. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder da. Ach, hier, im fünften bin ich ja drin. Ich fühle mich im vierten schon wie zu Hause. Über das alles weitere dem Zugbegleiter, Bomber. Und wir hauen uns für ein paar Stunden aufs Ohr, okay? Das machen wir und sehen uns wieder im nächsten Part. Also, Freunde, dann würde ich sagen, ja, danke fürs Ansehen. Nicht verpassen. Und wir sehen uns wieder. Also bis dann und ciao. Gute Nacht, ja.